Hallo zusammen und willkommen bei Kochen mit Kerstin. Heute werdet ihr denken, ah Gott, jetzt macht die anders. Schon wieder Pizza, Flammkuchen, irgendetwas mega Tolles aus der Pfanne mit Navigenio. Genau, das machen wir genau auch wieder. Aber aus aktuellem Anlass, weil die Schweizer Nazi hat gestern gegen Ecuador gewonnen, ihr erstes WM-Spiel. Und patriotisch veranlagt, wie ich bin, machen wir so ein richtig cooles WM-Schweizer Nazi hat gewonnen Dessert. In der Hoffnung, dass es so weitergeht natürlich. Was ihr dazu braucht, sind rote saisonale Früchte. Ich habe jetzt Himbeere genommen. Am besten etwas wirklich Süßes, weil auf den Teig braucht es etwas, das ein bisschen Süße hinein gibt. Es gibt schliesslich ein Dessert. Flammkuchenteig wie immer. Und heute ganz einfach für auf den Teig zu belegen, habe ich Himbeerquark gekauft. Was es am Schluss noch braucht, ist Vanillelasse. Aber das lassen wir im Moment nicht im Kühlschrank, bis wir so weit sind. Gut, fangen wir an. Also, ich habe schon wieder alles parat gemacht. Navigenio angeladen, Pfanne drauf. Audiotherm eingestellt und dann bis zum Bratfenster dreht. Das ist jetzt am Aufheizen, bis es die richtige Temperatur hat zum Starten. Ganz wichtig heute, den Teig habe ich in einigermaßen viereckige Form, anstatt das Runde, was wir sonst schon mal machen, gebracht. Das ist dann wichtig, dass unser Dessert auch so richtig authentisch aussieht. So, da sind wir soweit. Dann können wir den Audiotherm eigentlich für den Moment abschalten. Dann Deckel schön daneben stellen und dann fangen wir doch an, unser Dessert zu machen. Ich tue den Teig einfach in die Pfanne rein, hat da schön Platz. Und dann kommt eben, wie erwähnt, der Himbeerquark, geht als allererstes rein. Da nicht zu viel, idealerweise nicht auf die Seite drüber rauslaufen, sodass einfach das auch einen schönen Boden hat. Dann alles mit Himbeer bedecken. So. Und dann, wenn wir so weit sind, können wir die Pfanne in den Deckel überstellen. Es geht wieder mal ans Backen. Dann Navigenio oben drauf. Es schiebt jetzt gerade noch ein bisschen in das Ganze. Da auf oberste Stufe gehen. Und dann gebe ich beim Audiotherm. Ja, was sagen wir? Machen wir eine Minute, das müsste eigentlich lange. Morgenrot daher, seh ich dich im Strahlenmeer. Dich, du hoch erhabener, herrlicher. Und dann, ja, wird es schon immer schwierig. Da habe ich keine Ahnung mehr. Die Schweiz wird Waldmeister. Lö, 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 lö. So, der ist dann auch schon wieder nachher. Dann können wir dort rablöpfen. So, und wie immer kommt das natürlich absolut fast von allein aus dem Pfanne raus. Jetzt sieht es ja nur noch gar nicht nach WM besser aus. Ich mache schnell viel Platz. Und jetzt kommt eben der wichtigste Teil. Richtig platziert und dann schnell serviert. Und zwar einfach so quer drauf. So. Vanilleglasse drauf, ein bisschen zurechtgeschoben und dann zeige ich euch, wie das nachher aussieht. Ein richtiges WM-Dessert. Guten Miteinander.